Läuft die Aufnahme? Die Aufnahme läuft. Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge Enter the Gungeon. Ich habe euch ja versprochen, dass ich noch ein paar Folgen bringen werde, wo ich euch zum Beispiel auch die Vergangenheit zeige. Die mit dem Drachen, das hat ja viele gefallen, dass ich mal gezeigt habe, wie es mit dem Drachen ist. Aber um jetzt die Vergangenheit abzuschießen, müssten wir eigentlich alle Teile zusammen sammeln, um die große, um die Kugel zusammen zu basteln, womit wir die Vergangenheit abschießen können. Ja, abgespaced alles, die ganze Story hier in Enter the Gungeon. Und da wir das aber auf dem normalen Speicherstand nicht haben, ich habe gerade eine Überspeichelproduktion, wo kommt die denn her? Wahrscheinlich, weil ich heiß drauf bin, dieses Leckerchen hier zu spielen. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich habe das echt 2 Wochen nicht mehr gespielt. Deswegen hoffe ich, dass ich das schaffe. Wir spielen übrigens mit Mister. Welche Vergangenheit will ich denn abschießen? Ich fand die hier sehr interessant von ihm. Die fand ich sehr interessant, deswegen spielen wir mit dem. Und das hier ist übrigens jetzt der Livestream-Speicherstand. Das heißt also, wir haben hier schon so gut wie fast alles freigeschaltet. Wir haben hier sogar ein neues Outfit. Und hier gibt es sogar einen geheimen Charakter, und zwar der Patrona. Den werde ich aber euch demnächst zeigen in einem Video. Wie zum Beispiel auch diesen Roboter. Also falls ihr diese beiden Charaktere nicht habt, das sind 2 geheime Charaktere. Was ist los, Mann? Wieso habe ich... Ich brauche, glaube ich, einen Staubsauger, um meine ganzen Speichel rauszusaugen. Hier oben ist übrigens ein sehr interessanter NPC, aber dafür bräuchten wir ein paar Creditpunkte. Die zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt geht's erstmal los. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt. Und die Mütze erstmal kurz richten. Alles perfekt. Und let's go, man. Rein in den Gungeon. Hier oben kann man sich übrigens 9 Flüche holen bei dieser Statue, wenn du dorthin gehst mit jemandem, mit dem du schon die Vergangenheit abgeschossen hast. Und jetzt fragst du dich natürlich, hä, 9 Flüche? Das ist doch scheiße, oder? Weil mit jedem Fluch erhöht sich die Chance auf einen fiesen, miesen Gegner. Aber das bietet sich sehr gut an, weil... es gibt nämlich ein Achievement, womit du 10 Flüche brauchst. Und dann kommt nämlich ein Reaper, der dich die ganze Zeit verfolgt. Das ist so ähnlich wie in, wie heißt das Spiel? Ich hab's vergessen. Dort, wo du rumrast als kleiner Archäologe und dann kommt auch irgendwann ein Geist, wenn du zu lange auf der Ebene verweilst. Ich hab den Namen vergessen, aber so ähnlich ist es. Gott, ich habe schon alles vergessen hier. Eieiei. Ich habe kein Gefühl mehr. Ich hoffe, wir schaffen's. Ich werde alles geben. Das ist der allererste Run. Wenn wir es schaffen, dann ist supi. Wenn nicht, dann ist nicht so supi. Aber dann sehen wir halt beim nächsten Mal die Vergangenheit. Wir müssen es ja ein bisschen spannend halten, ne? Und ich will euch ja alle am Ende enttäuschen. So. Ich glaube, im letzten Run haben wir auch mit ihm gespielt. Kann das sein? Oder mit der Crossbow Lady? Weil meine beiden Lieblingscharaktere sind auf jeden Fall die Crossbow Lady und dieser kleine Pilot hier. Die Crossbow Lady heißt übrigens nicht Crossbow Lady. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Und... Ach du Scheiße. Upp, weg vorbei an diesen blöden Geistern. Ich hoffe, wir werden es schaffen, die Bosse flawless zu machen, weil das ist immer so ein großes Problem. Übrigens gibt es auch jetzt in diesem Speicherpunkt einen weiteren Endgegner, also eine besondere Ebene. Die werde ich aber, glaube ich, nicht machen. Vielleicht auch nicht in dieser Folge, weil das geht echt sehr lange. Da muss ich mich irgendwie drauf vorbereiten, weil so könnte dann ein Run 1,5 Stunden gehen oder 2 Stunden und das ist brutal schwer. Also vielleicht teile ich auch diese Folge in 2 Teile, wenn es wirklich so lang dauert. Das werdet ihr ja sehen. Dann schreibe ich hier Teil 1 von 2, weil ich möchte keine 2-Stunden-Runs hochladen. Das möchte ich auf jeden Fall nicht. Und ich hoffe, wir bekommen das Item, wie heißt es, Klon oder sowas? Womit wir, wenn wir sterben, tauchen wir wieder auf und haben aber alle Sachen, die wir bis jetzt freigeschaltet haben. Weißt du, wir können dann noch einen Run machen, komplett von vorne und können noch mehr Waffen sammeln. Das bietet sich sehr, sehr gut an für die letzte Ebene. Übrigens muss ich hier jetzt ein paar Gegner mit einem Kronleuchter erledigen, weil das ist auch noch ein Achievement, das mir fehlt, können wir ja nebenbei so ein bisschen freischalten und noch den Fahrstuhl reparieren, ja. Hier gibt es nämlich den Fahrstuhl, aber den kennt ihr ja aus dem Let's Play. Oh Gott. So. Viele Leute fragen immer, wieso kommt denn jetzt nicht dieses Spielchen und wieso kommt nicht das Spielchen? Das Problem ist einfach halt, ich habe erstmal viel Isaac gespielt, ne? Wisst ihr ja. Dann habe ich viel Enter the Gungeon gespielt und jetzt habe ich halt einfach keine Lust gehabt auf Enter the Gungeon und deswegen auch viel Isaac gespielt. Und jetzt habe ich aber wieder Bock, Enter the Gungeon zu spielen und wieder ein paar Sachen freizuschalten. Noch ein Schlüssel. Ich glaube, ich schnapp mir einen Schlüssel. So ein Schlüssel ist immer ziemlich sexy. Und diese ganzen Teile, dieses Zielfernrohr ist vielleicht ganz okay. Damit kann man, glaube ich, ganz präzise schießen. Dann bin ich mir aber auch unsicher. So, wir gehen jetzt mal weiter. Und, warte mal, frisst die Ratte Schlüssel? Ich überlege gerade, ob die Ratte Schlüssel frisst, weil ich habe nämlich irgendwo gesehen, dass... Die Leute, also einige sammeln die Schlüssel nicht auf, weil wenn du einen Schlüssel gedroppt bekommst und ihn nicht aufsammelst, dann hast du eine höhere Chance, noch mehr Schlüssel gedroppt zu bekommen. Ja, ich bin mir aber gerade ein bisschen unsicher, weil ich glaube, die Ratte frisst das doch, oder? Oh mein Gott.
Oder hat die Person vielleicht die Ratte irgendwie verscheucht und deswegen das gemacht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo diese blöden Itemräume sind. Wo bleiben die? Gibt's irgendwie Fässer? Ich meinte... Oh nein, habe ich das Wasserfass kaputt gemacht? Oh mein Gott, ich bin ein Profi. Ich wollte da gar nicht hinschießen. Ich habe mich nur gerade gewundert, weil... ich mich dann auch zurückerinnert habe, weil es ein Update gab, das dafür sorgt, dass das Wasserfass jetzt immer in der Nähe von diesem Bereich hier landet, weil damit kann man ja eine Bonusebene freischalten, die wir jetzt vielleicht nicht so gut freischalten können. Aber es gibt eigentlich immer zwei Wasserfässer. So, schön aufpassen. Schön aufpassen und drauf da. Guck mal, wir machen alle fertig mit unserer Pistole. Wir sollten auf jeden Fall Geld sparen für solche, wie heißen die? Solche passiven Items, die deine Tränen, deine Kugeln enorm stark machen. Darauf sollten wir sparen. Die gibt es meistens im Shop. Ist das böse? Ist nicht böse. Ist nur eine blaue Kiste. Ich suche jetzt einfach mal die andere Kiste. Gott, was los mit mir? Und schauen, ob die besser ist. Ich habe auch noch nie eine Regenbogenkiste bekommen. Ich habe jetzt wie viele Spielstunden in dem Spiel? Ich habe 73 Stunden gespielt und keine Regenbogenkiste gefunden. Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Schon ein bisschen traurig. Genau wie Cobalt Streak. Vielleicht hat er es mittlerweile schon gefunden, aber ich nicht. Eine Glitch-Kiste habe ich auch nicht gefunden. Glitch- und Rainbow-Kisten. Das sind so Kisten, die ich noch nie gesehen habe. Wie cool das jetzt einfach wäre, wenn wir es jetzt finden würden, ha? Und irgendwie gibt es auf dieser Ebene keine Räume mit Kronleuchtern. So nervig. So. Ist hier irgendwo ein Kronleuchter? Ich glaube nicht. Ne, der Raum ist zu klein, Mann. Schmeißen wir den Tisch mal um. So, unsere verrückten Tactics. Okay, ich hoffe, ihr könnt zu Enter the Gungeon auch super einschlafen, weil heute wird es nur Enter the Gungeon geben, kein Isaac. Och, Mann. Ich glaube, eine versuche ich so. Wir haben es geschafft, okay. Womit werden wir belohnt? Mit einem SAA. Nee, der Colt 1851. Oh, das ist eine sehr schöne Waffe. Genau, so wechselt man Waffen. Ich muss mich zurückerinnern. Gedrückt halten, okay, genau. So, und die andere Kiste öffnen wir dann mit einem Schlüssel. Machen wir einfach mal, weil in so einer Kiste kann auch etwas Gutes drin sein. Ich wollte das fast alle erwischen, aber du hast es für mich schon erwischt. Und soweit ich mich erinnere, gibt es hier, glaube ich, ein... Nee, auch kein Kronleuchter. Was ist das denn, Mann? Das sind so nervige Achievements. Deswegen habe ich auch ein bisschen die Lust verloren. Weil, wegen diesen Achievements. Weil das so doofe Achievements sind. Außer die mit dem Fahrstuhl, die ist noch ganz spannend. Aber so 100 Gegner mit einem Kronleuchter töten, ne, ist voll nicht mein Ding. Will ich da rein oder will ich da nicht rein? Ich glaube, ich tue es. Komm schon, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte es tun. Wie mein Herz... Oh mein Gott, das ist so ein großer Fehler. Gut, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz die andere Kiste noch holen. Mit einem weiteren Schlüssel. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Gott, ich muss zum Friseur. Meine Frisur drückt ganz halt die Mütze hoch. Die entwickeln schon Eigenleben. Oh, das ist nett. Was war das nochmal? Das war schnelleres Nachladen. Aha. Das ist gut. Das ist gut. Schnelleres Nachladen ist echt verdammt gut. Mit Waffen, die nach jedem Schuss einmal nachladen müssen. Wie das Snipergewehr oder sowas. Oder der Granatenwerfer. Oder wobei, ne, ich glaube, die müssen nicht nach jedem Schuss nachladen. Egal, wir machen jetzt mal ganz kurz den nächsten Boss Flawless. Oh, direkt bekomme ich hier so einen Eumel. Einen sehr starken Eumel. So, konzentrieren wir uns auf ihn. Ich hoffe, ich kann das noch. Oder ist das wie Fahrradfahren und man verlernt es nicht? Hoffentlich ist es wie Fahrradfahren. Auf jeden Fall sollte ich meine Nichte einsetzen, wenn es Probleme geben sollte. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt habe ich natürlich keine mehr. Jetzt müssen wir es so schaffen. Oh, das ist aber natürlich Bad RNG. Der hat das jetzt so oft gemacht. Guck mal, der macht die ganze Zeit diese Kugel. Das ist brutal. Aber ich bin noch nicht eingerostet. Ich bin noch nicht eingerostet. Flawless geschafft. Immerhin den ersten. Das ist gut. Okay, sehr schön. Nehmen wir mit und nehmen wir mit und nehmen wir mit. Und ein bisschen Money und alles mögliche. Dieser Gammastrahlkack ist natürlich nicht so geil eigentlich, aber hey. Ich könnte mir das Zielfernrohr holen, aber ich glaube, ich belasse es und spare ein bisschen Money. Für die nächste Ebene, vielleicht gibt es da bessere Sachen im Shop. Ja, hoffen wir einfach mal drauf. Geheimräume suchen und so. Es gibt mittlerweile auch Tricks, wie man diese Geheimräume findet. Man muss immer irgendwie... Oh, ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Es gibt aber ein Pattern. Man kann jetzt Geheimräume leicht finden. Mit dem besagten Trick. Ich klinge schon wie so eine billige... Werbeplatzierung. Hausfrauen sind entsetzt. Es gibt eine neue Möglichkeit. Was sagen die immer da? Neue Möglichkeit abzunehmen. Neue Möglichkeit Geheimräume zu finden. Abgefahren. Die Gammastrahlwaffe ist jetzt gar nicht mal so geil, aber ich benutze sie einfach mal jetzt hier. Oh mein Gott. Ach, das sind Bouncy-Dinger. Das habe ich vergessen.
Ich habe mich gerade voll verjagt, Mann. Diese blöden Bouncy-Dinger. So, boxen wir es mal durch. Alles weg damit, weg damit, weg damit. Oh Gott, verdammt schade. Ich hätte mein Schild gerne behalten. Ich hätte gerne alles flawless geschafft, aber... Naja, dann halt nicht. Hör bloß auf damit, Mann. Hör bloß auf und die jagen sich gleich selber in die Luft. Jupp, ich kenne euch. Ups, 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 ups. Das war's auch. Weiter geht's, Mann. Ah, da ist noch einer. Ja, ich könnte eigentlich auch die Munition sparen, ehrlich gesagt. Komm, wir kämpfen mal mit dieser Waffe. Mit der Standardpistole. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber... Es ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, im Shop gibt es gleich passive, coole Items. Let's go. Ich will euch dann unbedingt demnächst einen gesegneten Run vorstellen. Also das mit den Credits. Da bräuchten wir aber 6 Credits für. Ich weiß gerade nicht, wie viele wir jetzt haben insgesamt. Okay, wir könnten sie ja immer so ein bisschen vergiften und dann mit der normalen Pistole draufschießen. Wenn wir überhaupt treffen. So. Okay, du hast noch mehr? Oh nein, diese Haie mag ich auch nicht. Vor allem die ganz großen Haie. Die weiterentwickelten großen Haie. Ugh. Weg mit dir, du doofer Geist. Geh mir nicht auf den Geist. So, runter. Nicht auf die andere Seite hüpfen. Okay, das sind deine Scharfschützen, Süßer. Upp, 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 upp. Ja, nicht getroffen. Von links kommt noch einer. Die versuchen mich zu flankieren. Okay, dann kämpfen wir mal doch mit dieser Waffe hier. Ah, gerade noch so geschafft. What the fuck? Noch mehr. Und der letzte. Ihr seid Schwächlinge, Mann. Ihr seid Schwächlinge. Wieso gehst du überhaupt in den Nahkampf? Vollidiot. Oh, das ist eine ein Kackgegner, mein Hassgegner, ne? Das wisst ihr aber. Oh, da. Vor allem verschwinden die drin nicht, wenn die gestorben sind und jetzt ausweichen. Und holy shit, okay. Gottes Willen. So, wir müssen unbedingt mit diesen Waffen kämpfen, weil ich habe auch gehört, dass man, dass die Chance sich dann auch erhöht, Munition zu bekommen, wenn die Waffen auch weniger Munition haben. Deswegen sollte man schon seine Waffen auch einsetzen. Ein Schlüssel. Oh, hätte ich nicht aufheben müssen, ne? Egal, ich spiele auf meine alte, coole Weise, die wahrscheinlich nicht so cool ist, weil es gibt mittlerweile bessere Möglichkeiten. Was ist das für eine Waffe? Oh, du lebst ja noch. Ja, ich lebe noch, ich lebe noch. Die sieht sehr interessant aus, die Waffe. Ich hole sie mir einfach mal. Ich glaube, die hatte ich noch nie. Ich teste sie einfach mal jetzt im nächsten Raum. Ich glaube... Oh, oh, was haben wir denn hier? Käferstiefel. Ja, der verkauft irgendwie so eigenartiges Zeug. Ich weiß nicht, vielleicht je mehr man kauft, vielleicht desto mehr bessere Sachen verkauft er. Weil bis jetzt hat er echt mich nicht so wirklich überzeugt, wenn ich mal ehrlich bin. So, gehen wir mal weiter. Bis jetzt haben wir aber echt so einen kleinen Standardlauf, also... Oh, 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 das ist interessant. Ich weiß nicht, ob die noch vielleicht irgendwie... Kann man die Schüsse aufladen? Ne, kann man nicht. Okay, die Tränen... Also die Kugeln sind aber groß. Und es macht anscheinend ziemlich viel Damage. Außergewöhnliche Waffen haben wir jetzt leider nicht gefunden, aber es gibt so abgefahrene Waffen, die wir jetzt freigeschaltet haben. Die werdet ihr alle im gesegneten Run sehen, weil... Ich kann so viel verraten, ein gesegneter Run... ist besonders. So, für die Leute, die nicht wissen, was ein gesegneter Run ist, die könnt ihr jetzt entweder googeln oder warten, bis ich die Folge raushaue. Heilige Scheiße. Okay. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Boxen wir uns mal hier so ein bisschen durch. Und dort werdet ihr auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viele coole Waffen sehen. Extrem viele coole Waffen. Okay. So, alles schön einsammeln und weiter geht's. Wow, ich schlag mich jetzt erstaunlich gut. Ich habe nämlich die Aufnahme gestartet, dachte mir, fuck, vielleicht hättest du dich lieber aufwärmen sollen. Oder so. Aber nein, es funktioniert, es funktioniert. Ist wie Fahrradfahren, Mann. Verlernst du nicht. Glaube ich. Okay. Außer das mit den Bouncy-Kugeln, ne? Das habe ich vergessen. Das habe ich natürlich vergessen. Komm, wir wechseln mal wieder zu der normalen Waffe und sparen mal ein bisschen Munition. Na, okay, die schießen ein bisschen mit höherer Streuung. Da sollte man aufpassen. Egal, egal, egal. Okay, hier haben wir wieder Munition. Ich schnapp mir das dafür. Die fetzt schon, die Waffe, die fetzt schon. Okay, wir haben unser Space Item benutzt und bekommen sogar ein HP-Upgrade. Wie cool ist das denn, Mann? Herzbrotdose, das ist cool. Das ist sehr cool, denn viel Leben ist sehr wichtig. Falls ihr es nicht wusstet. Je mehr Leben du hast, desto länger dauert es, bis du stirbst. Ich weiß, ich weiß. Man lernt immer dazu. Oh, ich liebe diesen Raum, weil die sich einfach selber umbringen. Ich meine, was soll das? Okay, jetzt bin ich ein bisschen zu gierig geworden. Wollte schnell hier durch noch. Hätte nach hinten losgehen können, aber ist es nicht.
Gehen wir mal nach oben. Komm, wir müssen noch die nächste Kiste finden. Hoffentlich wird es eine schwarze oder rote Kiste oder eine Regenbogenkiste. Vielleicht tatsächlich. Vielleicht entscheidet sich das Spiel dafür, mir heute mal sowas zu geben. So. Oh mein Gott. Ausweichen, ausweichen. Zu nah dran. Meine Nichte will ich auf jeden Fall behalten für die Bosse. Die sind sehr wichtig. Ja, hier können wir jetzt das einsetzen und gleich auch durchrollen. Bup. Und wir bekommen ein halbes Jätzchen. Ach, wie toll. Hast mein Leben gerettet. So. Im Shop gab es jetzt, glaube ich, nichts Interessantes mehr, was ich mir noch holen wollte, ne? Ich glaube, das haben wir jetzt alles geholt, diese Pistole. Da könnte sein, dass noch ein Schlüssel. Ja, ein Schlüssel hätten wir uns noch holen können, vielleicht. Weil Schlüssel sind halt sehr wichtig. Um möglichst viele Kisten zu öffnen. Und, ja, cooles Zeug zu bekommen. Und wir brauchen jetzt mal ein cooles Space-Item. Von denen kann der Pilot ja zwei Stück tragen. Genau, das habe ich schon vergessen. Das ist ja seine Besonderheit. Dass er zwei Space-Items mitschleppen kann. Auf Wiedersehen, du Mistvieh. Okay, let's go. Hier ist noch eine Kiste. Aber das ist ein Mimic. Hab ich gesehen, weil es geatmet hat. Aber schon oft passiert, dass die mich dann... dass die mich gefressen haben und ich das übersehen habe. So, was haben wir hier? Oh, gar nicht mal so cool, die Waffe. Gar nicht mal so cool. Naja, vielleicht bekommen wir einen Mimic, der es dann frisst. Ach, hier, der Altar. Da müssen wir das Schild einfügen. Das muss ich euch auch nochmal zeigen. Wie die Bonusebene aussieht mit dem Bonus-Boss. Ja, muss ich auch noch zeigen irgendwie. Geht nur nicht halt in jeder Aufnahme. Ich kann jetzt nicht anfangen und sagen, ja, das mache ich jetzt. Manchmal muss man sich darauf einstellen, was das Spiel einem geben möchte, weißt du? Klang das klug oder ja voll dumm? Ich weiß nicht. So, okay, doch, die fetzt schon rein. Das nervt nur halt, dieses lange Aufladen. Upp, nicht das was. Aber doch, die ist eigentlich ziemlich genau, ziemlich präzise. Man könnte damit aufräumen. Also ordentlich aufräumen. Wahrscheinlich kriege ich aber auch selber Schaden von dieser Explosion, ne? Da muss man aufpassen. Hier ist der Boss. Haben wir schon zwei Kisten gefunden? Ich kann mich irgendwie nur an eine erinnern. Haben wir schon echt zwei Kisten gefunden? Sehr strange. Ich gehe mal ganz kurz zurück und guck mal, ob es hier einen Schlüssel gab. Nee, kein Schlüssel. Hier gab es höchstens noch so ein Schild. Ist das hier noch ein Schild? Nichts will ich mir auch nicht kaufen. Okay, ich glaube, wir versuchen jetzt... Haben wir echt zwei... Ich kann mich echt nicht dran erinnern, okay. Vielleicht wurde es gepatcht oder so. So, gucken wir mal, was wir hier für einen Gegner haben. Let's go. Können wir mal gucken. Na, ich passe mich gleich dem Gegner an. Ach, es ist die. Okay, 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 okay. Das ist interessant. Mit E überspringen wir das. Ich habe gerade ein bisschen die Zeit genutzt, um zu überlegen, wie ich die jetzt mache. Hier muss man auf jeden Fall... eigentlich schöner dranbleiben. Also die auf Distanz zu bekämpfen ist nicht klug. Ach ja, jetzt kommt das hier. Deswegen, das ist so ihr ultimativer Angriff. Holy shit, da war gerade nicht so gut. Okay, schöner ran. Nicht auf Distanz kämpfen. Nicht auf Distanz kämpfen, Mann. Haben wir sie nicht getroffen? Okay, wie viel Schaden macht jetzt dieses Ding, was wir hier haben? Lohnt es sich oder nicht? Explosionen sind auf jeden Fall sehr cool, weil sie halt Kugeln zerstören. Die gespawnt werden. Aber diese Waffe ist jetzt, die hat... Die schießt halt sehr langsam, deswegen bringt das nicht so viel. Okay, außer jetzt gerade. Holy shit, und ich wurde erwischt. Und ich wurde erwischt. Scheiße, den kriegen wir nicht flawless hin. Wurde sie gepatcht? Die wurde irgendwie verändert, oder? Die wurde irgendwie verändert. Ist auf jeden Fall gar nicht mehr so einfach, da da auszuweichen. Weil sonst hatte ich eigentlich so gut wie kaum Probleme damit. Und jetzt plötzlich... kann sein, dass sie sich ein bisschen gepatcht haben. Ja, dieser Angriff. Ja, das dreht sich zu... Ich weiß nicht. Irgendwas ist anders. Das spüre ich. Auch wenn ihr sagt, nein, ist nichts anders. Doch, es ist was anders. So, was haben wir hier bekommen? Wir bekommen... Och, cool bleiben. Ist das dein Ernst, Mann? Ach, gut, nehmen wir halt mit. Da bekommen wir noch ein Space-Item von dieser... Das gibt's doch nicht. Die sieht doch voll so aus wie diese hier, ne? Wie Munition für diese Waffe. Gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter nächste Ebene. Vielleicht läuft's da jetzt besser. Ja. Wir brauchen jetzt auch natürlich auch coole Waffen, um den Drachen zu besiegen und um in die Vergangenheit zu kommen. In der Vergangenheit sind die Waffen aber nutzlos. Also ihr müsst jetzt nicht aufbewahren für die Vergangenheit. Sondern haut alles raus beim Drachen. In der Vergangenheit werdet ihr nochmal resettet und bekommt neues Zeug. Also anderes Zeug.
für die Vergangenheit angepasstes Zeug. Ihr werdet schon sehen. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich gebe mein Bestes. Und noch ein bisschen mehr. So. Ja, haus nur raus, Mann. Kämpfen uns mit dem Revolver mal durch. Die andere Waffe macht auf jeden Fall, die ich mir gekauft habe, macht auf jeden Fall mehr Schaden. Doch. So, ein bisschen Money. Wo sind die coolen Kisten? Da ist auf jeden Fall ein Ölfass. Damit könnten wir spielen. Oder warten wir, das war ein Wasserfass, ne? Ein Wasserfass. Ich wollte übrigens eben mein Nichts einsetzen, als sie mich so eingekesselt hat mit diesen Kugeln. Aber leider hat das nicht geklappt. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich da in dem Moment gerollt bin. Aber eigentlich habe ich Q gedrückt. Ja. Hätten wir Flawless schaffen können. Aber haben wir nicht. Hätte Fahrradkette. Let's go. Was ist das für ein Raum? Holy shit, okay. Das ist eine Ansage. Könnt ihr bitte aufhören, auf mich zu zielen mit dem Laserpointer? Was, wenn ich eine Katze wäre? Dann würde ich jetzt gegen eine Wand springen und mir wehtun. Zum Glück sind wir keine Katze. Okay, auf die andere Seite will ich nicht. Da gibt es nämlich nichts zu holen. Let's go. Jetzt habe ich mir gedacht, wir spielen schon mit dem Livestream-Speicherstand. Da werden wir bestimmt auch coole neue Waffen finden und was weiß ich. Aber nein, irgendwie sind das echt sehr langweilige Waffen. Beschissene Waffen. Ich wollte auch eigentlich heute schon einen gesegneten Run machen. Aber dann habe ich gesehen, habe keine Credits. Wie wir da ausgewichen sind, ich weiß es nicht, Mann. Okay, keine Money mehr. Ich glaube, wir kämpfen mal damit. Damit könnten wir hier und dort ein paar Gegner töten und cool bleiben. Das Space-Item. Was macht das? Könnten wir gleich mal testen. Oh, Munition. Gut, da wechseln wir auf jeden Fall zu dieser hier. So, okay. Dann haben wir wieder Munition und ziemlich viel Kohle. Überrascht mich. So ein bisschen. Okay, machen wir einfach mal cool bleiben und... Ah, die friert Gegner anscheinend ein und man wirft sie. Okay, hätte ich mir denken können. Dass man Bomben wirft und nicht isst oder sowas. Okay. Und jetzt schön nachladen. Go. Keine Welle mehr. Nice. Oh, da unten. An dem muss ich auch noch ein paar Mal spielen und gewinnen. Glaubt ihr, wir schaffen das? Ach. Oder ich warte erstmal und guck, was wir im Shop haben. Vielleicht finden wir im Shop Doppelblick und könnten da ein bisschen schummeln. Oder wir finden Flügel, weil mit Fliegen kannst du auch da ein bisschen schummeln. Und ganz ehrlich, ich schummel da gerne, Mann, weil das ist so schwer manchmal. Also eigentlich immer. Bis jetzt habe ich es nur einmal komplett geschafft, ha? Huh? Auf Wiedersehen. Komm schon, lade auf, Mann. Sehr gut. Machen wir den mal kaputt, Mister. Ich sprühe 1000 Kugeln. Okay. Puh, das haben wir auch geschafft. Let's go, weiter. Nicht, dass das Ding jetzt explodiert, aber... Atmet es? Es atmet nicht. Ich schieße nochmal drauf. Aber eine grüne Kiste? Ich will da nicht meinen Schlüssel für investieren. Was ist das? Das kenne ich noch gar nicht. Nanomaschinen. So, und oh, das haben wir gekauft. Und jetzt haben wir zwei... Schilder dazu bekommen. Gibt es... Macht es sonst noch was? Erzeugen bei mehrfachen Schaden Rüstung. Erzeugen bei mehrfachen Schaden Rüstung, wenn ich Schaden bekomme oder Schaden austeile. Diese selbst replizieren Nahrungsstoffe, verwandeln Blei, das in den Körper... Okay, alles klar. In Rüstung. Wenn wir getroffen werden, haben wir die Chance, Rüstung zu bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Könnte das Leben retten, ne? Habe ich schon hier und dort gehört, dass Nanomaschinen echt super sein sollen. Gut, wir gucken mal in die... Nehme ich überhaupt auf? Aufnahme stoppen. Ja, gut. Puh. Nicht, dass ich irgendwie die Vorschau aktiviert habe. Das passiert mir öfters mal. So. Um zu überprüfen, wie das überhaupt alles aussieht. Ah, da wollte ich ein bisschen mehr treffen. Mehr auf einmal. So, gegen die kann ich jetzt aber meine normale Pistole einsetzen, ne? Das sind ja hier die Schwächlinge vom Dienst. So. Wenn ich irgendwo Geheimräume übersehen habe, tut mir sehr leid. Aber man kann echt schwer darauf achten. Irgendwie Risse in der Wand und alles Mögliche. Das sind alles Hinweise dafür, aber... Oh, Mist. Mhm. Auf Wiedersehen. Boom, okay. Gut. Ich frage mich, ob die wirklich mehr Schaden macht, wenn sie jetzt so aufgeladen aussieht. Fliegen wir mal dahin. Laden wir mal nach.
Die ist schon angelehnt an Bomberman, oder die Waffe? Oder ist es doch was anderes? Hier, fangt mal. Schaltet das mal an. Ach ja, genau, die Eisbombe könnten wir auch mal ab und zu droppen, nicht wahr? Beim Boss vielleicht, zum Einfrieren und dann draufhauen. Oh Gott, zum Glück können die alle nur von einer Seite kommen. Ja, okay, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, da habe ich die Eisbombe gut gelegt, oder? Da muss ich mir mal kurz auf die Schulter klopfen. Bloß jetzt nicht von Gift erwischt werden. Lass mal auf alles achten hier und auf Wiedersehen. So, da ist der Shop. Mal gucken. Hoffentlich bekommen wir Fliegen oder wenigstens Doppelblick. Was haben wir dort? Oder ein passives, cooles Item? Wir kriegen das Schrat. Aber ich kaufe mir auf jeden Fall den Schlüssel. Die Seuchenpistole. Habe ich hier und dort schon mal gehört, dass sie ganz gut sein soll? Was ist das? Tischtechnik Geld. Ach so, dass ich Geld bekomme, wenn ich Tische umhaue. Ah, lohnt sich das? Echt? Sind hier viele Tische noch auf den nächsten Ebenen? Ich glaube eher nicht so viele. Ich glaube, es lohnt sich nicht so wirklich. Wenn ich mal ehrlich sein darf, Mr. Shopkeeper. Gut, wir gucken mal weiter, was es noch hier so gibt. Ist hier schon der Boss? Ich hoffe, wir bekommen gleich den Balrog als Gegner, weil mit dem komme ich am besten klar von den ganzen Gegnern. Ich bin sehr froh, dass wir nicht diese Schlange bekommen haben, weil ich muss echt sagen, diese Schlange, diese Amokonda heißt sie ja, glaube ich, die war bis jetzt am brutalsten, Mann. Also die ist echt ein schwerer Gegner. Die ist genauso wie Ragman in Isaac, Mann. Die kommt viel zu früh und ist viel zu stark. Weil sie heilen kann und so ein Scheiß. Oh, fuck. Gut, da haben wir ein bisschen mit der Explosion die Kugeln abgefangen und zerstört. Nice, nice, nice. Okay, let's go. Whoopsie. Gegen Stein gerannt. Das wäre mir aber peinlich. Oh. Das war gut, ey. Gut ausgewichen. Oh, da ist ein Roter, aber ich glaube, den kriegen wir schon so down. Okay, und jetzt dich, komischer Vogel. Komischer, komischer Piepmatz. Ja, gib mir die Munition hierfür, wird schon passen. Oh, hi, Mr. Blauer Mann. Der mich machen sauer kann. Ja, das sind die normalen. Wobei, der ist nicht ganz normal. Du bist abnormal. Du verrücktes Huhn. Immer auf den blauen, weil der ist ziemlich gefährlich mit seinem Doppelschuss. Und ich brenne nicht, ich brenne, wir müssen uns löschen. Immer schön auf dem Boden rumrollen. Finde ich sehr cool eigentlich, diese Mechanik, dass man rollen muss, um diese Statuseffekte wegzubekommen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Gefällt mir auf jeden Fall. Enter the Gungeon wirklich super. Finde ich schade, dass sie die DLCs gratis raushauen wollen, obwohl ich da also wirklich, ich würde die gerne unterstützen, sodass sie da noch Geld bekommen und dann noch besseres Zeug machen können und alles mögliche. Also hier haben wir auf jeden Fall ein paar Tische. Die Frage ist nur, wie viel bekommen wir aus einem Tisch? Okay, bis jetzt haben wir... Also der verlässliche Dietrich ist auf jeden Fall sehr verlässlich, Mann. Oh, ein Raketenwerfer, ein RPG. Das ist natürlich sehr interessant. Ist jetzt, glaube ich, auch die zweite Kiste gewesen, ne? Genau, wir haben in der ersten Kiste Nanomaschinen gefunden. Auf Wiedersehen. Haben wir da gerade was gedroppt bekommen? Nee, ne? Gut, wir sparen die Schlüssel auf jeden Fall. Das ist gut. Der verlässliche Dietrich haut rein, Mann. Ups, 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 das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Auch wenn ich die Stinger, ehrlich gesagt, viel besser finde. Die Stinger... Oh, 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 weg, 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 weg. Nicht, dass die gleich auf mich ranfliegen. Es gibt noch Stinger. Und die ist wirklich viel, viel, viel besser. Die macht ordentlich Schaden. So, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt mal da unten kurz spielen? Ich glaube, wir gehen da unten hin und spielen mal ganz kurz. An dem Typen. Vielleicht schaffen wir es und bekommen eine ziemlich coole Kiste. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Vielleicht bekommen wir eine rote Kiste mit coolen passiven Items. Komm schon, gib mir passive Items! Schieß los, Ganova. Ja, ich schieße ja schon los. Zerbrich alle Ziele. Ja, bin dabei. 35. Gut zielen. Gauner. Wow, wow, wow. Das kann man ja eigentlich ziemlich easy abschießen. Aber ich glaube, der Trick ist es hier, das da frei zu schießen und den dann zu treffen, ne? Ich glaube, man sollte damit arbeiten. Badadadada. Stellen wir uns mal dahin. Ich glaube, das ist der Trick, weil ich muss das hier freischießen, ne? Um das da zu treffen. Deswegen machen wir es einfach mal irgendwie so oder so. Ach, gute Frage, wie wir es machen, ey. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Okay, das hätten wir. Und jetzt noch das hier. Oh Gott, wie machen wir das? Das muss irgendwie, irgendwie so. Okay, das hätten wir auch.
Das hätten wir auch und das ist jetzt schwer, das ist schwer. Hey, wenn wir das... Oh nein, ich darf nicht dran denken. Jetzt denke ich dran, dass wir es wahrscheinlich schaffen werden und ich ziemlich glücklich sein werde, aber gleich wird mich das Spiel enttäuschen. Oh mein Gott! Trickschuss, 1 von 3? Was? Ich habe doch schon 1 von 3. Eigentlich muss das 2 von 3. Alle erwischt. Ja, jetzt gib mir eine Regenbogenkiste oder eine Glitchkiste. Oh, was ist das? Das ist eine schwarze Kiste, okay. Die hat kein Schloss, die sieht ein bisschen böse aus. Okay, nicht, dass er mir ein Mimik hier rausgehauen hat, Mann. Oh, was ist das? Das ist ein Partikulator, seltsame Materie. Ach, die Waffe ist es. Okay, die ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Gut, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Nice, Leute. Nice, 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 Leute. Da könnten wir uns noch alles also angucken. Aber ich gehe jetzt mal ganz kurz den Boss bekämpfen. Let's go. In der dritten Kammer sind wir. Wer bist du? Oh, der Panzer. Ach, nö. Oh, die haben sogar einen Homing-Effekt. Wow. Das war die beste Entscheidung meines Lebens hier gerade. Hier erst, also zuerst an den Typen zu spielen. Okay. Legen wir so eine kleine Eisbombe, die nichts gebracht hat. Super. Ups, da wurde ich zurückgeschleudert, aber das zählt nicht als Treffer. Okay, die hat aber nicht so eine krasse Reichweite, deswegen... So, immer schön den Knopf auf dem Knu... auf dem Knu-Knopf behalten, was? Auf dem Knu-Knopf. Kuh-Knopf haben. Was zum Teufel? So, und der ist tot. Wow, die Waffe fetzt aber ordentlich rein. Das ist ja eine krasse Waffe. Die hatte ich schon mal, aber ich habe vergessen, dass die so episch ist. Oh, Sonderbonbon. Ich glaube, die sorgt dafür... Die macht All Stats ab, ne? Das ist hier ein Sonderbonbon. Wir kriegen jetzt Leben dazu. Und mehr Damage und alles Mögliche. Das ist ein abgefahrener Run, ey. Das ist echt abgefahren. Und ich gehe jetzt noch ganz kurz die Räume clearen, einfach um noch mehr Money zu holen, ja? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Mit dem Gammastrahl machen wir das Ganze. Oh ja, passt sich auch ganz gut an, weil jetzt haben wir auch gute Reichweite. Und eigentlich müsste er jetzt langsam down gehen. Geht doch. Und jetzt können wir schön aus der Distanz alles zerstören. Genau, aufpassen vor den kleinen Blubberbläschen. Könnte dann ein bisschen gefährlich werden. So. Okay, das war's. Achso, das war der größere Raum. Okay, wir haben alles. Ja, dann können wir jetzt zurück zum Boss und abhauen. Nice. Sehr gut. Das macht mich glücklich. Ein sehr guter Run. Ein sehr guter Run. Let's go. Jetzt kommt die 4. Kammer, ne? Okay, 4. Kammer, dann 5. den Drachen und dann noch die Vergangenheit abschießen. Das könnten wir ganz gut hinbekommen. Let's go. Hohlraum Kammer 4. Boxen wir uns mal hier durch. Mit dem Gammastrahl gucken wir mal, wie es läuft. Was ist hier? Oh. Was ist das? Gegen was kämpfe ich da gerade? gegen euch Blupsis und so. Okay, diesen Raum kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann sein, dass sie da ein paar Sachen reingepatcht haben. Hab's jetzt lange nicht gespielt. Und die patchen immer wieder mal neue Sachen rein. Ganz still und heimlich. Ach, die kleinen Mistviecher. Oh, noch ein Schild. Wow, okay, das ist abgefahren. Abgefahrene Scheiße. Let's go. Ja, das mit dem Geld habe ich mir jetzt nicht geholt. Hätte ich auch jetzt nicht genug Geld dafür, für diese Tischtechnik. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich lohnt, Mann. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt und ob man richtig verdammt viel Geld damit bekommt. So. Viel Geld für wenig Aufwand, weil diese zählen ja auch zu den Tischen, würde ich jetzt sagen, ne? Diese Särge, die zählen auch zu den Tischen. So, let's go. Müssen wir uns bei dem Gammastrahl durch. So, den Tod können wir nicht töten. Ja. Sag bloß, Solly, ha? Okay, jetzt sind die eingefroren. Na, eingefroren. Ich glaube, da arbeiten wir ein bisschen mit unserem RPG. Oh Gott. Ja, zum Glück haben wir noch schneller nachladen, sonst würde es noch länger dauern, ne? Komm, Mr. Mega Man. Ich meinte Bomberman. Ach. Alles das gleiche, ganz ehrlich. Wo ist da noch der Unterschied? So, du nervst mich ein bisschen, du blöder Reaper. Let's go. Gehen wir mal hier runter. Oh. Böse? Nicht böse. Dann nehmen wir unseren Dietrich. Ich. Niemals, niemals. Doch, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Oh, was ist das? Jetzt wird's scharf. Gungeon Pepperoni. Die sieht sehr interessant aus. Das ist ein passives Item. Was kann das Ding? Richtet bei Gegnern in der Nähe Schaden an. Gegner in der Nähe richten. Oh, interessant. Das erleichtert ein bisschen was. Spart Munition, wenn die schon so ein bisschen angeschwächt werden. Das heißt, ich müsste mit den Gegnern so ein bisschen kuscheln, ha? So,
Die halten aber schon viel aus, ey. Jetzt brauche ich zwei Schüsse von meinem... von meiner Kanone, oder? Ich bleibe einfach so in der Nähe stehen. Na, wie lange dauert das? Na, eigentlich ganz gut. Wir haben ihn zwar einmal angeschossen, aber man kann Munition sparen. Man kann Munition sparen. Das ist interessant. Sehr gut. Let's go. Ich hoffe, der Ton stimmt auch und alles. Okay, das ist nervig. Dann nehme ich, glaube ich, meinen Revolver hier. Weil da kommen gleich ganz viele kleine Zombie-Patronen. Zomptronen. Ja. Oder auch nicht. Das ist ein anderer Raum. Hab ihn verwechselt. Das ist etwas kleiner als der Raum, an den ich gedacht habe. Es gibt nämlich so einen größeren Raum, wo ganz viele Zombies kommen. Ihr kennt ihn sicherlich. So, genau. Let's go. Vielleicht noch Munition für meine andere Waffe dazu bekommen, mit dem ich den Panzer zerstört habe. Ich habe den Namen der Waffe vergessen, war auch ein bisschen komplizierter. Das wäre super. Und hier haben wir Munition. Damit laden wir auf jeden Fall... Ah, gute Frage. Was lade ich damit auf jeden Fall auf? Oder lade ich lieber meinen Gammastrahl auf, um... Ich glaube, ich nehme meinen Gammastrahl. Let's go. Oh, wer bist du denn? Ein Schrein für Ikosa... Ah, weggehen. Weggehen, weil der rerollt alles. Also der... Was macht er nochmal? Der gibt mir entweder was dazu, also er gibt was dazu und entfernt etwas. Also was Gutes und was Böses gibt er uns, ne? Ich hoffe, ihr versteht, dass ich das nicht mache, weil der Run läuft zu gut. Ich möchte ihn jetzt nicht zerstören. Er könnte natürlich noch besser werden, aber vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Oh, Laser. Kenn ich. Kann auch Laser machen. Kann ich auch machen, Laser. Okay, komm schon. Geh down, mein Freund. Geh down, mein Freund. Ja, da haben wir es. Und jetzt schön an ihm nah dran stehen, damit wir auch noch mit der Pepperoni Schaden machen. So sieht's aus, Mann. Ja, gar nicht mal so schlecht, der Gammastrahl. Das ist schon okay. Wenn wir jetzt noch ein Item finden, womit wir mehr Damage machen, das passt schon. Okay, Sonderbonbon. Aber ich brauche diese +1-Damage-passiven Items. Ja, wisst ihr, wovon ich rede, Mann. Okay, der wird gebufft. Okay, wo ist dieser Drecksack? Wo ist dieser Drecksack? Irgendwo hier drüben, ich weiß es. Ja, da wird schon der nächste gebufft. Da ist er doch. Du wirst jetzt erstmal das Zeitliche segnen. Okay, war's das? Nee, hier lebt noch irgendwo einer. Aber wo ist denn der? Ach, da ist der. Och, noch mehr. Das gibt's doch nicht. Rein in den Abgrund mit dir. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Irgendwo beschwört er da gerade. Hat er den Skelett beschworen? Nee, der hat so ein Mistvieh hier beschworen. Oh. Komm schon. Ein kleiner Strahl der Zerstörung. Noch was? Nein. Okay, wollte schon sagen. Hier, was ist das denn? Okay. Ich glaube, ich opfer einen Schlüssel. Was gibt es hier zu finden? Ach, du schon wieder. Das gibt es doch nicht. Trank der Schusswaffenfreundschaft, Trank der Bleihaut. Oh, ich möchte mein Geld nicht dafür einsetzen, weil der ist jetzt auch ein bisschen roter geworden. Vielleicht liegt es auch am Licht. Ich dachte, der ist jetzt wütender geworden, weil ich nicht so viel bei ihm gekauft habe. Ich glaube, bis jetzt habe ich nur einmal bei ihm was gekauft. Einfach nur so aus Freundlichkeit, Mann. Aber ansonsten echt nur Bullshit hat der Typ. Und ich weiß nicht wieso. Und dafür habe ich jetzt meinen Schlüssel geopfert. Hätte natürlich mein Space-Item einsetzen können, aber... Ich wollte unbedingt wissen, was sich dahinter verbirgt. Deswegen konnte ich es nicht riskieren. Ich kann es nicht riskieren, nicht zu erfahren... ...was sich dort befindet. Hey, du! So, okay. Da ist ein Item, das holen wir uns gleich. 38 Minuten sind wir schon und wir müssen gleich noch Drachen besiegen und alles. Hinter der ganzen Run sind auf jeden Fall etwas länger. Gut. Und er ist leer. Gut, dankeschön, lieber Gammastrahl. Du hast mir echt geholfen, Mann. Klups und let's go. Ach, das ist die Waffe. Da wechsle ich, glaube ich, nochmal zwischen der Pistole und der. So, let's go. Schaffe ich diesen Sprung? Ja, klar. Muss ich ja. Wir müssen irgendwie hier durchkommen. Oh, nein, 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 nein. Kein Interesse an deinem blöden Skelett, Heini. Komm schon. Da habe ich mich durchgewagt. War ein bisschen risky, aber passt schon. Kann es sein, dass ich bis jetzt nur einmal getroffen wurde? Oder nee, zweimal. Ich wurde zweimal bis jetzt getroffen. Guck mal, Leute. Gebt nicht auf, Leute. Gebt nicht auf. Ich war am Anfang auch ein Noob. Und jetzt läuft's, mehr oder weniger. Holt euch die Holly-Transformation. So. Regenbogenkiste? Nein. Ist böse Kiste wieder nicht. Einmal kurz anschießen. Okay. Das musste irgendwann passieren. Ich würde es also ungern jetzt meinen Schlüssel dafür opfern.
Dann lieber behalten für die nächste Ebene. Da warten ja auch noch schöne Kisten auf uns. Und der Shop fehlt noch, ne? Den müssen wir auch noch finden. Es kann gut sein, dass er irgendwo da oben ist. Er ist hundertprozentig da oben. So, let's go. Mal gucken, welchen Gegner wir hier bekommen. Wir kommen von der Seite rein. Oh, es kann sehr gut sein, dass es die Wand ist, gegen die wir kämpfen. Aber die kann man auch flawless schaffen. So ist es jetzt nicht, Mann. Nein, 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 nein. Schon zu spät. Der beschwert sich sehr schnell. Da muss man echt knallhart reagieren. So, da ist der Shop. Sehr gut. Bloß nicht aus Versehen schießen. Was haben wir hier? Hüftholz da. Das macht auch etwas Interessantes, aber lasse ich, glaube ich, liegen. Ich schnapp mir nur einen Schlüssel und... Also ich glaube, dass du beim Nachladen auch noch schießt, ne? Das war's, glaube ich. Oder nach hinten schießt. Ist jetzt nicht so krass. Ist jetzt nicht so krass gewesen, aber... Naja. Wir sparen lieber für die fünfte Ebene und dort gibt's ja beim Speed noch abgefahrenes Zeug. Let's go. Ist es die Mauer? Oh, gegen der Raketenwerfer ist, glaube ich, auch ganz gut gegen die Mauer. Es ist die Mauer. Okay, let's go. Okay, das hätten wir geschafft. Ja, genau. Genau deswegen ist das sehr gut, der Raketenwerfer, weil er halt Kugeln frisst. Oh, da war es mir zu kritisch. Wir haben noch ganz viele Nichts, mit denen sollte ich arbeiten. Okay, gucken wir mal, wie viel Schaden dieses Teil hier macht. Ach, scheiße. Leider jetzt nicht so gut. Komm, wir haben ihn gleich. Yes, flawless die Wand. Oh, dieser Tag geht in die Geschichte ein. Das schaffe ich nur selten. Das schaffe ich nur selten. Weil ich nicht immer so krasse Waffen bekomme. Hier haben wir jetzt noch den Aufladeschuss und so. Ja, damit kann man arbeiten. Muss man nicht. Okay, let's go. Nächste Ebene. Oh, dieser Run ist super, super duper. Let's go. Wie kann man bei diesem Run hier einschlafen? Tut mir sehr leid. Ich glaube, ihr müsst doch nach dem Run dann einschlafen. Das ist zu spannend. Man fiebert doch hier mit. Puh, zwei Schlüssel. So viel Leben. Das ist unglaublich. So viel Leben hatte ich noch nie. Noch nie hatte ich so viel Leben. Wie, ich nehme nicht auf. Ich nehme auf. Gut. Auch wenn ich jetzt aus Versehen den Ton nicht aufnehme oder sowas, würde ich das einfach hochladen. Ist mir scheißegal, Mann. Ja, die Waffe ist eigentlich ziemlich gut. Die haut rein. Wir sind jetzt auf der Schmiedeebene. Let's go. Boxen wir uns hier durch. Itemräume gibt's auf dieser Ebene schon, oder? Genau, doch, gibt es. Und halt auch noch den Schmied, wo man sich ein paar Sachen kaufen kann. Die aber verdammt teuer sind. Kann sein, dass wir uns die nicht leisten können. So. Ja, sehr nice. Und... Das finde ich sehr gut, das ist Bouncy. Also diese Waffe, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so gut ist. Irgendwie habe ich sie gerade unterschätzt. Das war sonst immer eine Waffe, wo ich gesagt habe, nicht die, aber die ist ganz gut. Würde ich jetzt sagen. Na komm schon, friss mein Chili. Und nicht du. Nicht du, Drecksack. Dich mag ich überhaupt nicht. Glück gehabt. Hat er noch die Kante der Wand getroffen? Auf Wiedersehen. So, ich hoffe, wir kriegen gleich noch Munition für unsere andere Waffe. Allgemein ein bisschen Munition drops wäre nicht schlecht. Hätte ich mir auch im Shop kaufen können. Oh, was bist du? Oh Gott. Ein Schrein für einen Vergessenen, der die Waffe gestreckt hat. Wirst du das auch tun? Muss man hier ein Nichts einsetzen? Oder mehrere Nichts? Oh, fuck. Das war jetzt ein bisschen Verschwendung, was? Egal, egal, egal. Wir kriegen bestimmt noch ein paar Nichts. Oder wir kriegen nichts. Da haben wir noch aufgehalten und zerstört hoffentlich. Dieser blöde Arsch. Komm, eigentlich kann ich um die einfach nur hin und her, also drumherum gehen. Und dann meine Pepperoni das die Arbeit machen lassen. Falls es eine Pepperoni war, ich glaube nicht. Paprika. Hier schon der Drache. Oh, wir könnten den Drachen eigentlich jetzt schon besiegen, aber... Na, es ist noch zu verlockend, was wir auf dieser Ebene so finden könnten. Was in den Kisten drin ist, was wir beim Schmied finden und so. Let's go, boxen wir uns damit durch. Ich hoffe, wir werden eine gute RNG bekommen beim Drachen. Eine schlechte RNG ist, wenn er ganz oft diesen Angriff macht, wo er an die Wände... seine Kollegen ruft, die auch mitschießen. Das ist immer sehr schlecht. Das hatte ich mal. Einmal hatte ich das nie gemacht und dann einmal so gut wie jeder zweite Angriff war dieser Angriff, der nicht so gut ist. So. Oh mein Gott. Oh nein, nein, nein. Bloß nicht mich treffen. Wo bist du? Da bist du. Auf Wiedersehen. Ein gezielter Schuss zerstört ihn.
Ist da auch einer gespawnt? Nein, ist nicht. Ups, da. Gar nicht gesehen, ey. Nicht schlechte Tarnung, Mann. Irgendwie fühlt sich jetzt diese Waffe wieder stärker an. Auf der letzten Ebene war sie etwas schwächer und jetzt fühlt sie sich wieder stärker an. Ich verstehe diese Waffe nicht. Ist das hier eine Sackgasse? Nee. Kann gar nicht sein. Gott, wie viel Leben. Das sieht voll komisch aus. Als würde ich cheaten oder hacken. So. Aber wir hatten abgefahrenes Glück, Mann. Ich glaube, da muss ich einfach nur warten, bis er jetzt genau sich hier selbst in die Luft jagt. Das sind auch so ein bisschen meine Hassgegner. Oh, oh. Oh, oh. Uppa. Gut, das war's. Und hier ist der Itemraum. Zeig mal her, was haben wir hier? Kein Mimik, okay. Eine grüne Kiste. Das ist eh die letzten Kisten, die ich hier habe. Deswegen werde ich das mal öffnen. Oh, das ist ein passives Item. Lockt nichts an. Okay, okay, okay. Genau, fliegt um mich herum. Fängt sogar auch Kugel ab. Kann man ja mal machen. Gut, lass uns mal den Schmied finden, okay? Genau, ich muss den Schmied finden, um die Kugel zu holen und die Vergangenheit abzuschießen, ich Idiot. Das hätte ich fast vergessen, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe. Wir müssen ja die Kugel finden, Mann. Boom, guck mal, wir sind voller Profi, ey. Wir können jetzt um Wände schießen, weil wir das da gerade gewonnen haben, also dieses Minispielchen. Jetzt bin ich der Profi im um Wände schießen. So. Let's go, komm, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Hopp, 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 hopp. Auf Wiedersehen, wow. Da möchte ich mir gerade auf die Schulter klopfen. Holy shit, sind wir cool. Oh, das ist nicht so cool. Weg damit, schön mit Explosion und... Ah, oh, das gibt's doch nicht, wie viel überlebt denn der? Jetzt habe ich alle meine Nichts eingesetzt. Oh, ich Idiot, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Egal, wir werden den Drachen bestimmt eh flawless machen. Oh, die ist leer, upsi. Dann kämpfen wir mal mit dem hier. Oh, da wurde ich erwischt. Okay. So. Egal, die Schilde sind ja auch fast wie nichts. Oh, da muss ich erstmal diesen Typen hier erledigen. Mister, ich mache alle mega stark. Und gehe allen auf den Sack. Oh mein Gott. Haben wir's? Ja, ein Herzchen. Nein, 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 nein. Ich brauche eher Schilde, Mann. Das Spiel dachte ich, was? Ja, wurde getroffen. Wir müssen ihm Herzchen geben. Dummes Spiel. Oh ja. Zielsuchende Patronen? Oh ja! Direkt gekauft. Krass, das ist ein sehr gutes Item. Hier die Patrone. Genau, die bekommen wir jetzt. Die müssen wir einsammeln. Das ist die, wenn du sie zusammengebastelt hast. Damit kannst du die Vergangenheit dann abschießen. Oh, wir haben. Wenn wir jetzt die schwarze Lochkanone dort finden, haben wir eine ultimativ krasse Combo. Eine brutal gute Combo. Also entweder mache ich jetzt hier noch weiter, suche die nächste Kiste und hoffe, dass wir dort richtig cooles Zeug finden. Oder ich gehe jetzt den Drachen besiegen. Weil ein bisschen Munition brauche ich tatsächlich schon, ne? So viel haben wir jetzt nicht eigentlich zu bieten. Das wird ein schwerer Kampf, Mann. Das wird ein sehr schwerer Kampf. Egal. Gleich kriegen wir bestimmt noch Munition. Dann fülle ich irgendeine Waffe auf. Ich weiß noch nicht welche. Na? Komm schon, ihr Zielsuchenden. Ihr zielensuchenden Kanonen. Oh, nicht der Typ. Die sind böse. Wenn die so ausflippen. Genau. Könntest du dich jetzt selber umbringen? Danke. Da ist die Falle. Darf man auch nicht übersehen. Uiuiui. Also meine Ausweichskills sind auf jeden Fall on point heute. Die sind on point. Upsa. Und upsa. Okay, ich hoffe, das ist jetzt wirklich keine schlechte Idee, die ich hier mache. Hier, au, 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 au. Das war jetzt blöd. Wieso bin ich da nicht ausgewichen? Keine Ahnung. Ich war schockgelähmt. Ich habe gerade überlegt, ob ich lieber mit dieser Waffe jetzt weiterkämpfe. Einfach um ein bisschen zu sparen. Let's go. Mit meinem Space Item sollte ich auch ein bisschen arbeiten. Auf jeden Fall beim Drachen. Kann man den Drachen einfrieren? Das wäre ziemlich OP. Das ist mir, glaube ich, zu OP. Nein, ich glaube, man kann ihn nicht einfrieren. Wenn, dann braucht man ziemlich viele. Man kann ihn vielleicht ein bisschen verlangsamen durch die Einfrierung. Puh, ist die Ebene groß. Die ist echt riesig, Mann. Guck mal, die geht schon 49 Minuten, die Folge. Und wir müssen noch den Drachen besiegen und die Vergangenheit abschießen. Ich glaube, wir gehen jetzt zum Drachen. Ich glaube, wir gehen direkt zum Drachen. Ich glaube, das schaffen wir schon mit den Waffen, die wir haben. So. Komm schon. Okay, ich glaube, das kriegen wir schon hin. Let's go, das dauert sonst zu lange hier. Let's go, machen wir den Drachen fertig, oder? Machen wir fertig. Wir haben zwar keine Nichts, aber das passt schon. Komm, wir kämpfen
Wir machen mal mit dieser Waffe so viel Schaden wie möglich. Let's go, Mann! Let's go! Wo bist du, kleiner süßer Drache? Da ist er! Komm, dich kennen wir schon. Und jetzt bloß rauf da. Ganz schnell rauf da. Oh, direkt diesen Angriff. Das ist okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Wie bin ich da ausgewichen? Ich weiß es nicht. Noch 26 Schuss haben wir. Aber ich sollte auf jeden Fall näher ran. Na, egal. Scheiß auf Flawless. Oh, die Granate explodiert. Also, die fällt runter und deswegen macht sie keinen Schaden. Okay, das ist natürlich nicht so cool. Komm schon. Scheiß auf das Leben. Wir haben noch genug. Aber die Bonusebene nach dem Drachen kann ich halt nicht machen, weil ich habe zu wenig Waffen und zu wenig Munition. Ja. Das stellt ein ziemlich großes Problem dar. Noch 5 Schuss, okay. Oh, diese Waffe zerstört sogar gegnerische Kugeln. Das wusste ich gar nicht. Jetzt kommt die zweite Noob-Form. Die kriegen wir auch hin. Easy peasy, kein Problemi. Upsi. 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 Die stellt kein Problem dar. Was ist los mit mir heute? Keine Ahnung. Komm, wir machen damit, ja. Ja, das hat gut Damage gemacht und jetzt schnappen wir den Raketenwerfer. Ja, es könnte sein, dass wir es gleich schaffen beim nächsten Mal. Vielleicht wäre eine andere Waffe besser, ich weiß nicht. Probieren wir mal so eine Waffe, die etwas schneller schießt, die hier. So, den Drachen haben die aber, glaube ich, nicht gepatcht. Ne, der ist immer noch ziemlich easy, auch wenn ich gerade Schaden genommen habe. Da habe ich einfach nicht aufgepasst. So, dank unserem kleinen Item, was um uns herumfliegt, haben wir auch gute Chancen auszuweichen. Ja, das macht mehr, ne? Das macht viel mehr Schaden. Das bringt viel mehr. Nein! Och, wir hätten ihn fast. Ich muss nochmal das Ganze überleben. Ja, ja, ja. Ich hoffe, die Vergangenheit werden wir gleich schaffen. Ich freue mich richtig gerade, euch die Vergangenheit zu zeigen, Mann. Abgefahren. Flups, flups, flups. Und der letzte Schuss. Auf Wiedersehen. Ein Schuss hat noch gefehlt. Der ist so nervig. Auf Wiedersehen. Kleiner, süßer Drache. War nicht ganz flawless, aber hey. Wow, was für ein Run. Also lebensmäßig war ziemlich cool. Hier kriegen wir ziemlich viele Credits. Wie viel haben wir eigentlich? Wo kann man das nachsehen? Hier, 15 Stück haben wir. Das ist cool. Obsidian-Erzhülle. Okay, dann würde ich sagen... Das ist übrigens das Item, was ihr braucht für die Kugel. Dann würde ich sagen, wir haben die Kugel eingesammelt. Wir gehen jetzt mal ganz kurz die Vergangenheit abschießen, nicht wahr? Ja, so sieht's aus. Ich zeige euch, wo die Bonusebene sich befindet. Und zwar befindet sich die Bonusebene... So, die Bonusebene befindet sich hier. Da musst du rein. Blub, 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 blub. So. Ich habe aber vergessen, wie man die Bonusebene freischaltet, nachdem man einmal die Vergangenheit abgeschossen hat. Weiß ich nicht, Mann. Weiß ich echt nicht. Okay, und jetzt schießen wir mal ganz kurz unsere Vergangenheit ab und ich zeige euch, wie das aussieht mit den Piloten. Jeder hat eine besondere Vergangenheit. Das ist die Waffe, mit der du dich selber abschießt. Finde ich auch sehr cool, diese Idee, dass du dich selber abknallen kannst. Einfach, ist einfach so cool und so durchdacht, dieses Spiel. Und auf... Achso, ich muss länger halten, okay. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es klappt jetzt. Nicht, dass jetzt die Credits kommen. Halt die Klappe, ey. Ne, wir kommen in die Vergangenheit. Genau, ich darf jetzt auch nicht... Ich muss aufpassen, was ich drücke. So, wir sind jetzt in der Vergangenheit des Piloten. Etwas, was er rückgängig machen will, weil hier gab es nämlich ein Problem und er ist geflüchtet, aber jetzt wollen wir helfen. Das wär's, fast alles. Sie, schnapp dir einfach den Rest und dann let's fetz. Immer langsam mit dem geflügelten Pferden, nichts überstürzen. Außerdem haben die H-Typen ihre Augen nicht überall. Eher unwahrscheinlich, dass wir hier draußen auf jemanden treffen. Bloß noch den Greif ausrichten und plötzlich... Oh nein. Nicht registriertes Schiff. Schwert, hier spricht die HM Absolution. Euer Schiff ist gescannt worden. Wir wissen, wie wir wissen, hat das Eigentum der imperialen Hegemonie der Menschen an Bord. Ihr werdet von einem Standard-Traktorstrahl ins Schlepp genommen. Fahrt alle Systeme runter, bis auf die Lebenserhaltung. Auf jeden Angriff wird ohne Rücksicht reagiert. Befolgt unsere Anweisungen innerhalb von 20 Sekunden. Du wirst springen müssen, um wegzukommen. Ich kann hier unmöglich andocken. Aber du hast keinen Sprungantrieb. Das sind wir hier, ne? Und jetzt... Wir haben ihn eigentlich zurückgelassen, aber wir wollen ihn jetzt retten. Verschwinde einfach! Ich kann nicht! Los! Kommt mit gesamter Energie Umlauf... Umleiten auf Backwaffen. Flucht auf Warp. Nein, wir werden jetzt nicht flüchten, sondern... Wir werden dem Computer sagen, dass wir jetzt kämpfen werden. Let's go!
Jetzt helfen wir. HM Absolution. Ach, guck mal, so sehen die aus. Hat man, glaube ich, beim ersten Mal nicht gesehen. Ich habe ihn auch, als ich das erste Mal gegen ihn gekämpft habe, habe ich das sogar flawless geschafft. Und jetzt nicht. So, ich habe da ein bisschen Panik. Ich möchte nicht sterben. Wir haben auf jeden Fall ein paar Nichts und ein paar Raketen, die wir schießen. So. Na, erinnert ein bisschen an Space Invaders, ne? So ein klitzekleines bisschen. Okay. Immer schön. Oh, da wurden wir getroffen. Okay, ich sollte jetzt aufpassen. Unbedingt das. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Oh, fuck. Das wird nicht. Wir schaffen die Vergangenheit nicht. Oh, nein. Wieso ist denn das so schwer? Nein. Oh, Gott. Nein. Wir haben die Vergangenheit nicht geschafft. Wie doof ist das denn? Du bist tot. Das böse Verband. Schneller nein. Nein. Ich habe alles gegeben. Wie sind wir gestorben? Wie habe ich ihn flawless geschafft beim ersten Mal? Alter, ich habe alles gegeben. Habt ihr es gesehen? Ich hatte mein alles geht Blick drauf. Oh, fuck. Nein. Wieso? Oh, komm schon. Oh, Mann. Nils, das tut mir jetzt sehr leid. Aber ihr habt gesehen, wie die Vergangenheit ungefähr aussieht, ne? Ich weiß nicht, ob es danach noch irgendwann eine Animation geben würde. Ich glaube, das wäre einfach vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Fuck. Schnell die Aufnahme beenden.